Carla ist 10 Jahre jung. Für die Maturanten Benjamin Eder, Dominik Rottensteiner und Evelina Humpel Anlass genug, ein Matura-Projekt im Rahmen der Feier umzusetzen. Die drei Schüler der 5. Klasse der BHAG organisierten im Zuge dieser Arbeit eine Aktionswoche inklusive Tombola und Modenschau. Grundsätzlich, was man so immer wieder in den Medien hört, ist halt, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich immer wieder größer wird und auch steigt. Und wir wollen halt den Menschen unter den Arm greifen und sie unterstützen, und ich finde, das mit Carla ist halt eine ganz super Sache. Wir wollten schon von Anfang an ein soziales Projekt machen, weil uns das schon immer wichtig war und weil wir Schwierigkeiten gehabt haben bei unserer Projektfindung, hat uns unser Herr Professor Klöpphofer den Vorschlag gegeben, dass wir mit dem Herr Köstler zusammenarbeiten können. Wie viele Personen sind da eingebunden? Wir drei sind ein Team. Und dann zwei Schüler und zwei Studenten und die Models halt. Da ist dann die Ricky dabei und die Leni. Wie es für ein Matura-Projekt üblich ist, organisieren die Schüler das gesamte Projekt. Die Idee dahinter klingt einfach. Diese Aktionstage sollen helfen, den Bekanntheitsgrad von Carla weiter zu steigern und potenzielle Kunden bzw. Spender über dieses Projekt zu informieren. Die kommen mit Freuden, haben die Möglichkeit, hier günstig einzukaufen, und es ist für jeden leistbar. Der andere Aspekt ist für die, die was spenden, die sich trennen von etwas und aber nicht in den Müll schmeißen wollen, sondern einfach hier abgeben und es wird wiederverwertet. Da haben sie selbst so eine Freude. Und noch einen Aspekt für unsere Mitarbeiter, für die Ehrenamtlichen, die mit Freuden jeden Tag einmal in der Woche kommen. Ich habe 44 Frauen, 5 Männer, die ehrenamtlich bei mir arbeiten. Angefangen hat alles 2005 mit einem kleinen Second-Hand-Laden als Sozialprojekt der Caritas. Daher auch der Name Carla, der sich aus den Anfangsbuchstaben von Caritas-Laden ergibt. Mittlerweile ist Carla aufgrund der zahlreichen Spenden im Bereich Kleidung, Bücher, Schuhe, Bettwäsche, Geschirr sowie kleine Elektrogeräte zu einem wichtigen Marktplatz geworden. Naja, ich denke mal, zum einen ist es eine Einrichtung, wo eben Menschen günstig Kleidung kaufen können oder auch andere Accessoires für die Wohnung einkaufen können. Das ist einfach wichtig in einer Zeit, wo halt leider auch in Österreich, auch bei uns im Bezirk und in der Stadt, arme Menschen leben. Es ist einmal Tatsache, es ist eine wichtige Einrichtung. Und zum anderen ist es so, dass man wieder einmal sieht, wie wichtig auch das Ehrenamt in der Gesellschaft ist, weil viele, viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen hier viele Stunden einbringen, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist einfach wirklich ein schönes Gefühl, in einer Stadt zu leben, in der das noch gut funktioniert. Ein Matura-Projekt, das ganz sicher für große Resonanz gesorgt hat.